Ja, erstmal zur Geschichte. Ich war bei Kleinanzeigen unterwegs und habe ein schönes Angebot gesehen. Und zwar hat da jemand Super Mario World verkauft für den Super Nintendo. Und ja, da stand dabei 5 Euro. In der Beschreibung stand noch dazu: habe das Gerät nicht, kann das Spiel nicht testen, weiß nicht, ob es geht. 5 Euro. Ich habe dann 5 Euro inklusive Versand bezahlt dafür. Und ich dachte eigentlich bis dahin, dass so ein Super Nintendo-Spiel nicht kaputt gehen kann. Ja, Freunde, ich wurde eines Besseren belehrt. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das irgendwie wieder zum Laufen kriegen könnten. Weil hätte ich Bock drauf. Schade, eigentlich ein geiles Spiel. Und zwar, wir gucken uns das Ding mal genauer an, Freunde. Die Vorderseite sieht auch ganz toll aus. Ne, die ist wirklich in richtig schönem Zustand. Wenn wir es jetzt mal hier oben die Draufsicht uns angucken. Ach, das sieht man schlecht. Auf jeden Fall ist der hintere Teil schon sehr verblasst. Es ist aber auch das deutsche, na, hier ist Deutsch. Deutsche Modul. Auf jeden Fall ist das schon sehr verblasst, wie man sieht. Das hat mir schon irgendwie leicht zu denken gegeben. Tja, und dann, habe ich gedacht, wie gesagt, es geht nichts kaputt. Dachte ich bis dahin und habe es mal eingelegt. Freunde, das machen wir jetzt mal ganz kurz. So, ich habe mal testweise zwei Spiele besorgt. Ne, Quatsch, eins. Bubsy. So, wie man sehen kann, schönes Modul, guter Zustand. Wir gucken mal. Ich lege das mal ein und gleich kommen wir auch zu dem Problem, was ich habe, Freunde. Funktioniert, alles wunderschön. Bubsy. Ja, Musik dudelt schon. Ne, Modul funktioniert. Ast rein. Bubsy ist eigentlich auch so ein kleiner Jump'n'Run-Action. Ziemlich cool, witzig gemacht. Das Spiel ist auch nicht so sehr teuer. Könnt ihr euch mal gönnen. Jedenfalls das Problem. Oh, hier die Wasserfall-Animation auch, ne? Richtig geil. Hier sieht man es, glaube ich, etwas besser. Schon geil gemacht. Bubsy! Na gut, das wollte ich aber jetzt gar nicht zeigen. Und zwar, So, jetzt ist das Spiel Mario dran. Ich habe mal das Licht kurz ausgemacht, damit der Effekt einfach viel geiler ist. Spiel rein. An. Und? Na? Wir sehen gar nichts. Nichts. Überhaupt nichts. Schade. Ja, Strom haben wir, Licht leuchtet. Und viel passiert da nicht. Nochmal ganz kurz zum Vergleich. Das Bubsy-Game nochmal rein. Ab dafür. Und sofort haben wir hier Action. Ja, Schokolade. Aber hier haben wir nichts. Schade. Ich habe auch schon versucht, das Modul zu reinigen. Und da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Und Sohlen reinigen und aufschrauben, reparieren etc. habe ich mir hier zwei Schraubenzieher besorgt. Die sind auch vom Griff wirklich sehr wertig gemacht. Die sind sehr günstig. Ich weiß jetzt gerade spontan nicht, was die kosten. Aber hiermit könnt ihr Super Nintendos öffnen. Nintendo 64 und GameCube. Und hier mit dem kleinen können wir sogar Game Boy Module öffnen, um einfach die Kontaktflächen zu reinigen. Schöne Geschichte, die sind nicht teuer, ich glaube zwischen 3 und 5 Euro für beide. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung, wenn ihr da auch solche Schraubenzieher braucht. Ihr braucht da nichts Teureres kaufen, also das reicht hier völlig aus. Ne, mit ein bisschen, manche schreiben dann, das passt nicht richtig auf die Schraube und pipapo, alles Quatsch. Wenn man aber ein bisschen mit Hirn schraubt, dann funktioniert das alles. Gut. Genau, dafür haben wir ja hier, ne, da können wir das aufschrauben. Das mache ich mal ganz kurz und dann zeige ich euch mal die Platine. Gucken wir uns die mal an. So, hier haben wir es nochmal als kleines zur Demonstration. Dieser Schraubenzieher sitzt wirklich perfekt auf der Schraube. Also ich weiß da nicht, was die Leute da
für Probleme haben manchmal. Und also das sieht wirklich bombenfest da drauf. Natürlich können wir das hier abziehen, ganz easy. Dann schrauben wir das mal auf. So, da sind die Schrauben draußen. Jetzt brauchen wir das einfach, ne, das klippt sich da oben so ein. Diese Haken sich da drunter. Und dann wird es hier jeweils links und rechts verschraubt. Kennt ihr ja. So, und jetzt kommen wir zur Platine. Wenn ihr sowas sauber machen möchtet, Freunde, dann, ich habe es schon sauber gemacht. Und als ich es bekommen habe, habe ich festgestellt, dass diese Platine überhaupt nicht dreckig ist. Die wurde auch schon von demjenigen vorher gereinigt, dem das Modul gehört hat. So, einige Leute sagen, diese Platinen reinigt man am besten mit Alkohol. Schön da unten an die Kontaktflächen dran reiben. Ich würde das nicht machen persönlich. Ich weiß nicht, ich halte da nicht viel von eine Flüssigkeit oder eine alkoholische Flüssigkeit auf eine Platine zu kippen, auf eine Leiterplatte und dann damit irgendwie da unten an den Kontakten rumzureiben. Da bin ich kein Fan von. Was ich euch empfehlen kann, ihr kauft euch so einen Radiergummi. So ein weißes, das ist ganz wichtig, ob ihr jetzt da diese Marke kauft, das ist, bleibt euch unbenommen. Wichtig ist, dass es schön weich ist und weiß. Gut, und dann könnt ihr einfach hier drüber reiben, hier unten, auf dieser, ja, auf diesem Verbindungsstück, auf diesen kleinen, ja, ich sag mal Litzen dazu, könnt ihr drauf rumreiben und da reibt ihr dann auch automatisch den Staub und den Dreck, der sich da gebildet hat, runter. Also ich weiß nicht, das ist so meine Methode zum Reinigen von Modulen. Hat ja jeder so sein spezielles Rezept für, aber ich weiß nicht. Ich mache das am liebsten hier mit dem Radiergummi. Gut, jetzt, damit ihr das mal besser sehen könnt. Ich habe keinen Rost entdeckt an diesem Modul. Ich weiß nicht, wirklich nicht, warum es nicht funktioniert. Und zwar, wir gucken uns jetzt mal ganz kurz ein paar, ja, eine Aufnahme an. Ich zeige euch das mal und vielleicht könnt ihr ja was sehen und mir da irgendwie helfen. Okay, Freunde, also wenn ihr da irgendwas zu wisst, wie wir das irgendwie wieder hinkriegen, das Ding, lasst es mich auf jeden Fall wissen, falls ihr da noch irgendeinen Einfall habt oder eine geile Idee, was wir da machen können. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen und lasst einen Kommentar da auf jeden Fall. Auch wenn er nicht hilfreich ist zu diesem Thema. Scheißegal. Ja, und ein Abo, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder, liebe Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.